Und die erste Runde startet. Liebe Freunde, 534 Zuschauer, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ganz cool. Die erste Runde geht los. Ich sage es euch nochmal, dieses Mal gibt es Geld für die Kills. Das heißt, der Gewinner, nur der Gewinner gewinnt etwas, aber der Gewinner gewinnt nur 10 Franken vom Victory Royale. Pro Kill aber noch 3 Franken dazu. Bis zu maximal 10 Kills, also das heißt, total 40 Franken sind zu gewinnen. Von dem her, hockt nicht nur rum, sonst gewinnt ihr nur 10 oder 13 Franken, sondern macht ein paar Kills und campt erst ganz am Schluss. Alles andere wäre schade. Juhu, es geht los! Juhu! Und weg bin ich, eliminiert von Get Epics bei Nico. Und wir schauen ihm zu, was abgeht. Wer weiß es schon, was die Zukunft ist. Freut mich voll. Freut mich sehr. Sehr lieb. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Action. 26 Leute noch alive. Nein, Alex. Kein Sugar Daddy, nee, nee. Ein bisschen Action. Aber unser Freund lebt immer noch. Hat sich ein Mini gegönnt und derzeit aber Leben verloren. Mit 5 Kills gestorben. Ah, Pablo, das ist schade. Aber schön, dass du so offen gespielt hast. Das ist, weil bei Arena kann ich nur 15 Sekunden zuschauen und dann gehe ich raus in die Lobby und ich glaube nicht, dass ihr eine halbe Stunde Lobby schauen wollt. Ich könnte dann natürlich eine halbe Stunde Werbung machen und gewinnen. Am nächsten Mal ist das verdient. Das Tracky, das ist theoretisch eine Idee. Praktisch wird es aber in der Ausführung dann etwas mühsam. Ich glaube, das ist soweit okay, wie wir es jetzt machen. Ist ja auch nur Spaß. Muss ja auch keiner. Kostet aber auch viel. Das ist dann einfach wahrscheinlich mein letzter Stream oder so. Nachher gesperrt von Twitch. Wegen Sexual Overload einfach halt. So, wir sehen Noms zu. Wir sehen Noms zu, der unseren vorherigen Spectator aus dem Turnier gehauen hat. Egal wie viele Kills er schon hatte. Wir sehen Noms zu, der noch 14 Gegner vor sich hat. Und hier baut wie Bob der Baumann. Nein, Bob der Baumann würde extrem neidisch werden, wenn er das sehen könnte. Dann kommt das schon gut. Dann kommt das schon gut. Das geht nicht in Arena, weil dann kann ich nur 15 Sekunden zusehen. So, immer noch 40 Leute alive. Die Zone wird immer kleiner. Ich denke, es wird demnächst Action geben. Bin gespannt, ob es wieder ein Flopper-Aussichtende gibt, was mich aber nicht stört, weil vorher hattet ihr ja tatsächlich die Aufgabe, ein bisschen Kills zu machen. Sonst mache ich gern Papa Flash, sehr gern. Mir geht's gut, danke, ich hoffe euch auch. Wir sind fast 700 Leute. Zack, der Noms hat einen gekillt. Das wären wieder 3 Franken mehr auf seinem Konto. Er ist nahe an irgendwelchem Geld, aber es leben immer noch 10 Spieler. So schaut, dass man nicht wenigstens. Und das war's dann für Noms. Arrow Soul ist die Frau der Stunde, zumindest vom Skin her. Ich denke, den Harlequin Skin werden wir noch öfter sehen. Glaube ich, gestern so rausgekommen. He? Super IQ, ja. Ich denke, der nächste wird du sein. Selbstverständlich sind Fische erlaubt, warum nicht? Alles, was Epic Games in sein Spiel macht, ist natürlich auch erlaubt. Und Stravox hat das übernommen und ist nun die Nummer 1, hat ja auch die Nummer 1 auf dem Rücken. Das wäre dann ein passender Prediction Skill. Frech, aber okay. Er hat so ziemlich alles. Er hat Chilis, er hat Material, er hat alles, er hat von allem alles. Das könnte durchaus
unser Sieg so, sein. Die Zone ist winzig, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, noch 5 Gegner. Er hat alles außer Fische, er hat kein Heal. Er hat die Schnellrenngemüse da, wie heißt es, Chili. Aber er hat keine Fische. Noch 4 Gegner leben, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng, stirbt er an der Zone. Oh. Noch 3 Gegner leben und er ist tot. Wir sehen, Kino ist Ki. Kino ist Ki. Er hat 2 Flopper, der wird das wohl machen. Noch ein Gegner. Noch ein Gegner. Ja, schön, da steht er in. Cliff. Deltrox. Deltrox mit einem Sonderzeichen hat das geholt. Deltrox. GG ist Deltrox. Schön gespielt. Jetzt hoffe ich, du hast viele Kills. Dann sehe ich nämlich den Deltrox und ich sehe 9 Eliminierungen. Sehr schön. Wow, fast komplett ausgeschöpft. Das heißt 9x3, 27 und die 10 vom Sieg, 37. Schweizer Franken. Darum habe ich exakt. Die Wölfe, sind die hinter mir her oder ist da jemand? Ah ja. Ah ja, das weißt, war aber. Du mit FR in meinem Video meinst du mir gleich. Nein, die Codes kommen alle jetzt über den Stream. So. Ich weiß nicht, was du mit FR in meinem Video meinst. Was ist FR in deinem Video? Ich weiß, keine Ahnung, was du damit meinst. Tut mir leid. Auch kein Sound. Und Gianeso, der Nächste. Das ist wohl ein sehr beliebtes Pflaster. Und wenn das wegen mir und meinem Stream ist, finde ich das absolut okay, weil dann geht es nämlich hier rund. Das zählt für alle. Da kann man den Wolf in so eine Cone einbauen. Das ist eine nice one Idee. Ja, das tut mir leid, wenn das so ist. FR sind Franken. Das ist die Währung, mit der wir hier in der Schweiz zahlen, seitdem wir von Muscheln weggekommen sind. Mit den Muscheln war es aber einfacher, finde ich. Einfach im Stream bleiben, den Key sehen, eingeben und hoffen, dass du bei den ersten 100 bist, dann bist du dabei. Dieser Rocket Launcher, der hat mich auch schon oft graue Haare gemacht. Irgendwo gemütlich stehen. Oh. Ja, aber er ist zurück. Wer wird diesen Fight überleben, ist für mich noch gar nicht klar. Ich tippe jetzt aber mal ehrlich gesagt nicht auf Gianeso. Wie ich gesagt habe, der Jonas übernimmt das Steuer. Aber er bleibt nicht lange alleine. Danke, danke. Ihr seid mir auch alle fürchterlichsten Farben. So lieb von euch. So lieb von euch, dass ihr alle dabei seid. 720 Zuschauer. Schöner Kill, das muss man sagen. War ein sehr schöner, klassischer. Und wer sich für 40 Franken herablässt zu cheaten. Tja. Da muss man dann wohl auch nichts mehr dazu sagen eigentlich. Eigentlich. Ja, also die Ricola sind schon wirklich lecker. Also wenn du noch nie hattest, dann nimm die mal. Grüezi auch aus der Schweiz. Jo, okay. Der 69 Jonas wird auch nicht sein in dieser Runde. Wir haben den ID Gets. Ja, okay. Das ist ungefähr 9 Euro. Also wenn Deltrox Epic Games Earnings hat und wir das abklären, dass so ist, dann würde er das Geld nicht bekommen. Aber er schreibt, nein, hat keine Earnings und ich glaube nicht, dass Deltrox uns hier anlügt. Und ich habe ja auch geschrieben, Epic Games Earnings. So, der nächste Kampf steht bevor. Lumiere hat einen Gegner gesehen.
Aber ein Gegner hat auch Lumiere gesehen, darum ist nicht klar, wer wird gewinnen. Aber an sich hast du absolut recht. Das wird eng, er hat jetzt den Mini durchgebracht, oder sie. Noch einer, aber sehr wenig HP, ja, das war zu erwarten. Dein Vater, also ihr Vater oder mein Vater oder unser aller Vater ist jetzt das Objekt unseres... Ich will das ja mindestens monatlich machen. Oha, oha, in seiner Box. In seiner Box. Und er hat es nicht überlebt. Unser Vater im Himmel. FXL Nice ist der neue Gewinnanwärter. Noch 6 Gegner vor sich. Hat 2 Fische. Das kommt immer gut. Seit gestern. Den habe ich mir geholt. Noch 3 Gegner und er muss seinen ersten, ja, er hat keine Flopper mehr jetzt und noch 3 Gegner, er nimmt jetzt noch einen Mini, nimmt er noch einen, wieso nicht, das wird eng, das wird eng, ich glaube, ja, habe ich gedacht, Burgstaller, der alte Bekannte, Burgstaller, wenn ich mich nicht komplett täusche, hat Burgstaller im letzten Cup schon eine Runde gewonnen. Kann das sein? Ich glaube fast, der Name kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Er war auf jeden Fall sicher dabei. Sehr cool, dass du wieder dabei bist. Freut mich natürlich. Das heißt, dir hat es gefallen. Freut mich sehr. Er hat noch einen Flopper. Er hat noch ein bisschen Munition. Er hat, ja, nur noch Holz. Hä? Mit 10 Kills gestorben. Oh je, Paul Berger, das tut mir leid. Das tut mir leid, das ist fies, aber schön gespielt in dem Fall. 10 Kills ist cool. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt in einer Runde in meinem ganzen Leben. Noch 3 Leute allein. Ich sehe nichts. Burgstaller tot, wieder nicht gereicht. Trotz die ARQ ist der Mann, die Frau, das Kind der Stunde. Noch einen Gegner, was hat der? 2 Flopper. Oh, der wird sich wohl durchhalten. Völlig verständlich. Er möchte gern gewinnen. Absolut verständlich. Da ist der Gegner. Oh! Sehr schön, GG's. Frosty. Key für Runde 3. Solltet ihr jetzt sehen. Den 4. Code schreibe ich in den Chat. Ja, eine Pistole. Schön. Und 10 Gegner wahrscheinlich. Okay. Heute kein Aim. So, liebe Leute, wir sind in der 3. Runde. Wir schauen gerade dem Jones oder der Jones. Hat's eigentlich... Polski? Polski, spielst du eigentlich... Ah, du hast Earnings. Polski, hast du Earnings? Polski? Hast du Earnings oder spielst du auch mit? Hat's eigentlich auch Frauen, die mitspielen? Das würde mich mal noch interessieren. Das war's für Polski. Das war's für Jones. Vertex Quisi, das... Sagt so, mir auch irgendwie was. Kanton Aargau. Bei so einem kleinen Cup, eben Geld ist so. He? Ich habe das eigentlich eher anders. Andere bekommen dann so Kraken und kleine Pullover. Wir bekommen ein Bankkonto. Bam! Das ist dieser verdammte Bogen. Ist halt schon ein Thema. Ich bin Philipp, oder? Ist schon Thema, Philipp. Das ist auch so, weil wenn du jetzt den Headshot bekommen hättest, dann fändest du es auch. Er ist jetzt, glaube ich, nicht so in einer komfortablen Lage. Wird bedrängt. Wird beschossen von Raketenwerfen. Das hat er sich auch anders vorgestellt an einem chilligen Sonntagnachmittag. Hat aber... Wow, ja. Keine Zeit für sein Medkit. Keine Zeit für ein... Nee, Mini kann er gar nicht mehr. Oh, und hier ist der Gegner. Wem schauen wir weiter zu? Philipp oder seinem Gegner? Ich tippe auf seinen Gegner. Tut mir leid, Philipp. Ich hoffe, ich tue dir nicht unrecht. Wieder keine Zeit für die, für das Medkit. Frisur sitzt. Bei jedem Wetter. Da ist er. Und... Jo, ich habe wieder mal recht gehabt. Du bist ja leid, der Jonte mit einem... undefinierbaren Sonderzeichen, wo man ihn nie wird einladen können damit, weil man das nicht schreiben kann. Bedrängnis. Er ist in der Zone, nicht mehr in der Zone, er hat kein Deal. Wow, wow, wow.
Jonte, das wird eng. Und das war's für Jonte, wie sie... Aha! Der ID wieder mal. Der ID, wie wir es nochmal wissen. Der war in der Runde 1 schon sehr... Oder was, Runde 2? Schon sehr dann weit vorne. Dann werde ich das gerne machen. Das werden wir sehen. So, noch 12 Spieler live. Hier ist der nächste Kampf. Der ID hat ihn überlebt. Hat jetzt auch... ist aber in Bedrängnis. Hat ein Medpack, hat Minis. Gönnt sich keinen Mini und wird noch angeschossen. Das wird sehr eng. Schöner Treffer von ihm. Hat keine... Yo, das hat man leider kommen sehen. ID, tut mir sehr leid für dich. Sehr stark gespielt. Stravox. Mit einem chinesischen Zeichen für Gasgrill. Ist jetzt der Mann der Stunde. Noch vier Gegner. Der Stravox könnte tatsächlich... Könnte tatsächlich... Ein Favorit auf das Geld der dritten Runde sein. Jetzt wieder gelasert von oben, das war zu erwarten. Muss sich jetzt bewegen, muss jetzt rotieren. Schöne Rotation. Links herum, keine Ahnung, ob die schon ist, schön ist. Aber so sagen das die Moderatoren jeweils. Ja, es hat ein bisschen was, nämlich nur, genau. Hat ein bisschen was. Ja, wie heißt das? RPG oder der Raketenwerfer. Dieser Raketenwerfer ist schon noch mächtig. Ne? Und Stravox hat einen Altschalter, noch zwei Gegner. Sieht nicht schlecht aus für ihn. Er hat keine Flopper, keine Fische. Wenn sich sein Gegner versteckt, dann könnte das eng werden. Aber er jagt ihn, das finde ich sehr schön. Er spielt da nicht defensiv. Nach meinen unqualifizierten Augen spielt er da nicht etwa defensiv. Jagt ihn richtig von mir aus gesehen, das finde ich cool. Finde ich sehr cool. Ja, ja, jetzt noch die Matos. Und GGs an Stravox. 8 Kills. Sehr schön. Natürlich heute keine Kiste, ist ja klar. Ist ja ganz klar. Ich verstecke mich einfach hier das ganze Spiel. Und eine graue Pump und natürlich egal, falls es nicht klappen sollte. Und, aber es ist ein friedliches, kleines Turnier und dann ist auch das Preisgeld friedlich und klein. Und wir sind auf Anonym. Wie lange noch? Anonym zieht es vor, mal ein bisschen Raum zu gewinnen. Nicht ganz unverständlich mit nur noch 41 HP. Aber schon tönt es wieder irgendwo her. Björn, grundsätzlich eigentlich nicht schlecht. Es ist nur von der Zeit her, hat es nicht auf heute gereicht. Aber im Prinzip gibt man sich interessiert. Aber du weißt, wie es ist. Wow. 360 LMX hat Anonym geholt. Nicht in Ruhe gelassen. War im Prinzip zu erwarten. So, ich muss halt doch recht lange am Ort bleiben. Das ist sicher nicht ganz ungefährlich bei noch 47 Gegnern. Aber ja, es verlocken sich die 100 HP zu holen. Und schon ist da ein Auto. Genau das habe ich gemeint. Schon ist da ein Auto. Schon hat jemand den Rauch gesehen. Wahrscheinlich ein Indianer. Man kann gar nicht mehr mitmachen, Patok, weil es die letzte von 4 Runden. Da wirst du dich auf dem nächsten. Das war's. AP Alex hat ihn sich geholt. Wahrscheinlich gefunden wegen dem Feuer, aber ich verstehe es natürlich. Die 100 HP möchte man gerne haben oder so. Mal schauen. Den wird er sich wohl holen, habe ich das Gefühl. Sehr schön, wenn er diese Waffe nutzt. Die habe ich, glaube ich, noch gar nie gehabt. Aber wenn ich sie auch hätte, könnte ich sie nicht nutzen. Ich habe das Gefühl, den holt er. Sagt mir so mein Gefühl, aber mein Gefühl kann auch mal täuschen. Sehr schöner Hit. Und jetzt in seiner Box. Ja, wohl geholt. Das war's dann auch für dich. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wäre mir auch recht. 5 Runden ist irgendwie eine schönere Zahl als 4. Wow. Okay, ja. Ganz klar. Also, was ich mich dann frage, wenn ich jemanden zuschaue, der so spielt. Also da frage ich mich natürlich ganz klar, warum hat der keine Earnings? Das muss ich ehrlich zugeben. Also ich sage nicht, er hat Earnings, aber ich sage, warum hat der keine Earnings? Sinn bitte wie null. Ja, ja, da hast du absolut recht.
Und trotzdem am Ende des Tages fragt dich keiner, wie du den Sieg geholt hast, sondern du hast den Sieg geholt. Aber natürlich, dass dich das nicht freut, ist mir klar. Oha, oha, oha. Seht ihr, auch unser Pro hat es nicht geschafft. Wurde geholt von Mark 7 mit einem Harlequin-Skin. Ich bin noch auf Mark, der jetzt arg geleitet wurde, noch 57 Leben. Wie gesagt, hat er kein Heal. Er kann. Und das war's für ihn. Geholt von Alex 76. Wo ist mein Schreiber langsam? Jetzt Dienstag gibt es ganz sicher nichts. Wahrscheinlich dann am Donnerstag wieder. Aber sicher Montagabend Hypecard und vielleicht auch noch nachher ein bisschen mit. Je nachdem wie lange es dauert, ist das Deckspieler vorbei, sind nachher noch ein bisschen Phantom oder einfach so. Ja, auch er ist weg. Wir sind bei X-Crow mit 10 Gegnern. Hatten wir glaube ich noch nie so viele Gegner. Am Schluss, wenn die Zone so klein war. Man würde jetzt glaube ich sagen, sehr eine steckte Lobby. Sehr gerne mal bei Gott, danke, dass du hier warst. Freut mich sehr. Oha. Zeittax FNR. Noch 4 Gegner. Er hat was? Er hat nichts, was ihm was bringt. Kein Heal. Und nur noch 15 HP. Oh, gefährlich, gefährlich. 15 HP. Ah, stimmt ja. Stimmt ja, Hypecap ist ja gar nicht. Das Recht. Also spiele ich keinen Hypecap morgen. Dann spiele ich entweder gar nicht oder einfach so. Für mich. Und vielleicht das eine oder andere Viewer-Spiel oder so. Mal schauen. Aber stimmt, ist ja abgesagt wegen irgendwelchen Problemen oder so. Und was geht hier? 15 HP. Da darf er nicht auch nur böse angeschaut werden, sonst ist er tot. Trotzdem, wie kriegt er da rein? Das ist aber sehr mutig. Da hat er wohl wirklich viel Selbstvertrauen. Er darf auch nicht neben die Zone stehen, sonst ist er weg. Nur noch 4 Spieler. Nur noch 3 Gegner. 15 HP immer noch für ihn. Keinen Schritt neben die Zone, sonst ist er tot. Und das war's. Das war die Zone. Sweet Bachi, pack deinen Bogen weg, du. Noch 2 Gegner für Sweet Bachi. Er hat auch kein Heal, hat auch nur noch 17 Leben, ist jetzt im Sturm und auch er stirbt an der Zone. Und das war's. Kino ist es auch nicht, sondern es ist QI-Non. QI-Non. GG's. Und dann schauen wir hier, dann sehen wir den QI-Non mit 4 Eliminierungen. QI-Non 4, was denn das? Das ist ja nix. Letzte Runde hätte ich gerne 10 sehen wollen. Und gratuliere allen 4 Gewinnern zum Sieg. Gut gespielt, ja, alle habt ihr gut gespielt. Und ja, ich würde sagen, war ein sehr cooler Stream. Einmal mehr an meine einfach so zu mir gekommenen Mods. Vielen, vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder so für mich geschaut habt, die bösen Kerle aus dem Chat gebannt habt. Das ist ganz, ganz, ganz lieb von euch. Das schätze ich extrem. Ich hoffe wirklich, es ist, dass euch irgendwann mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise zurückgeben kann. Luca auch wieder, der mir da so geholfen hat und im Discord dabei war, dass wenn ich lost in the sauce wäre, dass er mich da unterstützen könnte. Das ist ganz, ganz lieb von euch, wirklich. Schätze ich sehr. Hoffe, es hat euch allen ein bisschen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen, vielen Dank für die Subs, vielen, vielen Dank für die Follows, die es wahrscheinlich gegeben hat. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Habt euch lieb. Tschüss zusammen.